Jokers. What about the Jokers? Joker. I mean, I gotta say something. This is the new generation of the tag gang. We tagging and gangsters. We enemies killer, you know? We king like troubles. It's our own family. We call them bumps. Family, nigga, cater up, nigga. We don't give a fuck about no other gang. Hey, y'all gotta stop tripping. It's my turn, though. Hey, look. That's it. In other words, this is what happened in California, South Central part, Los Angeles. Wenn der Polizeihubschrauber erst hinter dir her ist, hast du keine Chance mehr zu entkommen. Ganze 14 Minuten dauert die Hetzjagd quer durch South Central, dann haben sie dich. Hände hoch heißt hier flach auf den Boden legen. Ihre Pistolen im Anschlag rennen die Polizisten auf den Gangster zu. Von Minute zu Minute kommen mehr Einsatzfahrzeuge. Eine ganze Armada ist nach der Meldung vom Raubmord losgezogen. Alltag in dieser Stadt. In Los Angeles wird es immer schlimmer mit der Gewalt, besonders in den Ghettos wie South Central und so, meint Sergeant Ramirez. Da müssen wir immer mit großer Besetzung anrücken, allein schon, um uns zu schützen. Aber es schreckt auch manchen Kriminellen ab. Auf jeden Fall ist es sicherer für die Leute in dieser Gegend. Denn sehen Sie, hier wimmelt es nur so von Gangs, Kriminellen und Drogendealern. Und alle haben sie Waffen. Den 17-jährigen Gary haben sie gefasst, nachdem er aus dem Auto auf einen Passanten geschossen hatte. Ganz und gar kein ungewöhnlicher Fall für die Beamten des Reviers in der Newton Street. Sie nennen das erschreckend salopp Drive-by-Shooting, Zielschießen auf Passanten. Es reicht, eine Nacht lang in dieser Einsatzzentrale dabei zu sein, um zu erkennen, welche Dimension die Gewalt in dem Ghetto der Schwarzen erreicht hat. Unser größtes Problem sind die vielen Gangs. Dabei behaupten die Anführer, seit einem Jahr gäbe es einen Waffenstillstand. Vielleicht, sagt Sergeant Martin, der gerade von einem Einsatz kommt, vielleicht legen sie sich nicht mehr gegenseitig um. Aber dafür hat die Gewalt gegen die Bevölkerung drastisch zugenommen. Wer erwischt wird, dem ist es eigentlich auch egal. Der Knast ist Durchgangsstation, oft nur für ein paar Wochen. Wieder draußen stecken die meisten ganz schnell wieder drin, im Teufelskreis aus Armut und Gewalt. Das Zentralgefängnis in Los Angeles ist total überfüllt, die öffentlichen Kassen leer. In diesem Herbst müssen aus Platzmangel 8000 Gefangene auf freien Fuß gesetzt werden. Das ist ein Riesenproblem für alle. Der Direktor wirkt etwas hilflos. Wir müssen sehen, wer hat noch wie lange abzusitzen und vor allem, welche Gefahr stellt er für die Öffentlichkeit dar. This weekend, 17 youths killed in gang homicides. Now sports. You know, sometimes I sit at home, you know, and I watch TV. And I wonder what it would be like to live someplace like, you know, The Cosby Show, Ozzie and Harriet. You know where cops come and got your cat out of the tree? All your friends died of old age. But you see, I live in South Central Los Angeles, and unfortunately, April 1992, Aufstand im Ghetto. Die Rebellion gegen Rassendiskriminierung mündet in brutaler Gewalt, Plünderung und Brandstiftung. Der Süden von Los Angeles wird zum flammenden Inferno. Die verkohlten Ruinen sind inzwischen abgetragen und planiert, aber wieder aufgebaut wurde bis heute so gut wie nichts. Die Armen sind nur noch ärmer geworden. The world's insane while you drink champagne and I'm living in
Radio KJLH. Die hier Versammelten, alles ehemalige Mitglieder und Bosse der großen Gangs, engagieren sich dafür, dass es besser wird im Viertel. Welcome to Peace Treaty on KJLH. Tony Bogart, President of Hansi. Tony Bogart, du kommst aus dem harten Kern der Crips Gang. 25 Jahre Kampf und Gewalt, jetzt ist Schluss für dich. Warum? What made you want to get involved with the troops? I was tired. Ich hätte es so satt, immer wieder im Gefängnis zu landen. Und ich denke auch immer mehr an die schwarzen Brüder, die bei diesem Kampf getötet werden. Ich meine, das bringt doch nichts. Das ist doch alles sinnlos. Polizist lauscht Gangsterboss. Das hat was. Aber KJLH, das hört in diesem Viertel sowieso jeder. Es ist so etwas wie die Stimme der schwarzen Gemeinde. Und diese klingt verzweifelter denn je. Wer im Elend zurückbleibt, weiß, dass er vom reichen Amerika nichts zu erwarten hat. Und wer im Elend überleben will, nimmt sich, was er kriegen kann, notfalls mit Gewalt. In diesem Lichtermeer, das so gar nichts mit dem Hollywood von nebenan zu tun hat, herrscht Krieg. Die Polizei kann das Verbrechen nur noch orten und verwalten, längst nicht mehr verhindern. 60.000 Mitglieder in mehr als 400 Gangs sind bei der Polizei offiziell registriert. Harmlose Cliquen sind das nicht. Jeder hat ihr Gebiet, ihre Straße, Eintritt für andere, verboten. Gewalt und Verbrechen gehörten schon immer dazu. Aber dann kamen irgendwann auch noch die Drogen und machten alles noch schlimmer. Big Al, you're a gentleman and a scholar, and I'm quite sure with the PhD that you have. Wie willst du denn, Big Al, das alles ändern? Fragt der Moderator bei KJLH. Peace God, we struggle hard. Ja, wir haben ein Ausbildungsprogramm begonnen, das heißt, wir haben ziemlich hart darum gekämpft, sagt Big L, einst General der Grape Street Gang. Also, wir machen jetzt Computerschulung und so. Die Kids sollen was Richtiges lernen. Aber das ist verdammt schwer, was auf die Beine zu stellen. Die Weißen, die kommen hierher, sagen, sie wollen uns helfen, aber alles falsche Versprechung. Die sind doch wieder weg durch die Hintertür, bevor es dunkel wird. Wir brauchen noch unsere Sportgrößen und die Rap-Musikstars. Wenn ihr da draußen richtig Kohle macht, Leute, dann sollte davon ein bisschen was wieder zurückfließen in die schwarze Nachbarschaft. Hier wird das Geld gebraucht, vor allem an den Schulen. Aber erst einmal bin ich glücklich, dass wir nicht mehr gegeneinander kämpfen. Die da vom Frieden reden, tragen noch ihre Pistolen in der Hosentasche. Man weiß ja nie, zu viele da draußen in South Central machen sich nichts aus dem Waffenstillstand. Tony, 30 Jahre alt, hat ihn mit ausgehandelt. Aus dem General der Crips wurde der Präsident von Hands Across Watts, einer Initiative, die den Jungen aus den Gangs helfen will, Ausbildung und einen Job zu bekommen. Wir haben uns an diesem Tag mit Tony in einer der Sozialsiedlungen der Gegend verabredet. Die Polizei hatte uns geraten, das nicht zu tun. Viel zu gefährlich. Nur Banden, nur Kriminelle. Hey, ruft plötzlich einer. Kenn ich dich nicht vom Fernsehen? Spielst du nicht in dieser Serie vor Gericht oder so? Du heißt nicht Judy? Nein, ich heiße Sabine. Sag mal, welches Land ist das, wo sie immer für Danke Merci sagen? Das ist Frankreich. Merci, das finde ich klasse. Plötzlich ändert sich die Stimmung. Was macht ihr hier eigentlich? Naja, wir wollten mal erfahren, was Tony und seine Leute hier so machen und für euch tun. Was wir tun? Mensch, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Lehrer. Ja, schon klar, aber was tut ihr selbst? Mensch, ohne Hilfe stecken wir fest. Wir knallen uns gegenseitig ab. Das ist es. Wir bringen uns um. This is poverty. Quit shooting each other. This is poverty. You know what I'm saying? Nighttime, it'd be a whole different story. Nachts ist das hier ein ganz anderes Ding, verstehst du? It'd be a whole different story.
Was sollen wir lange darüber reden, meint Toni schließlich. Sprecht doch selber mit unseren Leuten. Guckt euch das doch an, wie die hier leben müssen. In the project, this is our condition, right? This is my people right here. Es ist noch nicht lange her, da wärt ihr hier nicht reingekommen. Und wenn doch, hätten sie euch total beklaut. Kameras, alles. Und ihr hättet eine prima Zielscheibe abgegeben. Mein Gott, morgens gingen unsere Kinder aus der Siedlung raus mit einer Knarre in der Tasche, um sich gegenseitig umzubringen. Die meisten tun das jetzt nicht mehr und das haben wir diesen beiden dazu verdanken. Die haben schon einiges verändert. Viele von den Kids sind doch nie aus dieser Siedlung rausgekommen, denn sie sind Cribs. Und drüben, auf der anderen Straßenseite, da sitzen die Gegner, die Bloods. Ich war mein Leben lang auf der Straße. Ich habe geklaut, Drogen verkauft, Drogen genommen, alles. Mein Leben kannst du vergessen. Aber helft unseren Kindern, egal welche Hautfarbe. Vielleicht kommt er ja eines Tages hier heraus. Für die meisten Jugendlichen bleibt es ein Wunschtraum. Selten genug findet eine Arbeit, also was macht man? Herumhängen und zocken. Wenn's geht, mit den Dollars der Deutschen. Und großzügige Auslegung der Spielregeln. Schon sind unsere Scheinchen weg. Tonis Leibwächter hat sie einkassiert. Man muss ja überleben, meint der 21-Jährige, der gerade vor 2 Wochen aus dem Gefängnis gekommen ist. What have you been in for? Shit. Assault. Attempted murder. Sie hatten mich drangekriegt wegen Körperverletzung, Mordversuchen und ein paar Raubüberfällen. Den ganzen Mist habe ich doch nur gemacht, um irgendwie zu überleben. Na gut, das muss man nicht übersetzen. Ihre Texte sind nicht unbedingt salonfähig zu nennen, aber auch das gehört zum guten Ton in diesem Geschäft. Coffeen, Drino und Little D nennen sich jetzt die Hood Stars. Und produzieren gerade ihr Debütalbum. I was gangbanging for like almost 15 Jahre war ich in Gangs. Aber da wirst du nie alt genug, um eines Tages deine Pension zu kassieren. Du wirst irgendwann vorher abgeknallt. Jetzt will ich was erreichen. Ich habe 2 Kinder. Die sollen einmal sagen, mein Vater ist Musiker oder Produzent und nicht irgendein blöder Penner. Diese dauernden Kämpfe haben keine Zukunft. Zukunft hat nur, wer sie sich holt. Und wir glauben daran, mit der Musik groß rauszukommen. And no turning back. Kinder gibt es hier nicht mehr, so lautet der Titel eines Buches über den Bürgerkrieg in Amerikas Großstädten. In der Washington High School fühlt man sich eben daran erinnert, auch wenn die Kids vor der Kamera ihre Faxen machen. Washington High, das ist beileibe keine ganz normale Schule. Ach was, so schlecht wie unsere Schule immer von allen gemacht wird, ist es hier gar nicht. Zum Beispiel vor 2 Wochen. Da wurde ein Mädchen angeschossen und es hieß sofort, das sei hier passiert. Dabei ist die Schießerei da hinten um die Ecke gewesen. Sie hat sich nur hierher geschleppt, um Hilfe zu holen. Aber überall sagte man, nein, es war in Washington High und schon haben wir wieder einen schlechten Ruf. Bis vor kurzem wurde in der Washington High noch jeder Schüler am Eingang auf Waffen durchsucht. Das Gerät ist nur versuchsweise abgebaut, wegen des Waffenstillstands. Ja, dadurch hat sich etwas verändert, meint Lehrer Donald Bakir. Vor 2 Jahren, als ich herkam, gab es da, wo wir jetzt stehen, einen Gangmord. Unter den Augen von 200 Schülern hat ein Junge seine Pistole direkt auf einen anderen angesetzt und das ganze Magazin leer geschossen. Unglaublich. Der Krieg in diesen Straßen dauert nun schon 20 Jahre. Jetzt erleben die Kinder es hier zum ersten Mal ganz anders. Anthony Riley geht in die Klasse von Donald Bakir
und findet es nicht so übel, wie er sagt, wenn dieser in seinem Unterricht über afroamerikanische Geschichte auch über die Gangs diskutiert. Er achtet den Lehrer als Autorität, das will an dieser Schule schon etwas heißen. Trotzdem gesteht Bekir ein, ich schaffe es nur selten, die Kinder zum Ausstieg aus den Banden zu überreden. Wir können ihnen zu wenig Alternativen bieten. So bleibt denn die Gang das Wichtigste, die Familie, auch für den 18-jährigen Tony. Wir treffen uns immer nachmittags im Park. Verkloppen Gegner, die unser Tagging, also unser Graffiti, übersprühen. Die musst du nur aus dem Auto zerren und dann kannst du sie zusammenschlagen. Oder du mischst deren Partys auf. Die Bullen haben mich schon oft erwischt. 10-mal musste ich hinter Gitter, wegen Körperverletzung. Aber das ging nie länger als eine Woche. Andere von uns haben sie wegen Bankraub oder Mord dran gekriegt. Ich weiß nicht, warum ich es immer wieder mache. Bestimmt nicht aus Freude auf den Knast, aber scheiß drauf. An manchen Stellen hilft die Graffiti-Kunst über die Trostlosigkeit im Viertel hinweg. Seit den Unruhen rotten ganze Straßenzüge vor sich hin. Inmitten dieser Tristesse mutet die kindlich heitere Melodie des Eiswagens seltsam an. So einen riesen Bananasplit macht José aus Guatemala nicht oft am Tag. Zu teuer für die meisten hier, sagt er. Seine Tageskasse gibt nicht viel her. Trotzdem haben es manche auch auf seine paar Dollar abgesehen. Die beiden neulich, erzählt José, erst wollten sie ein Eis, dann zog einer seine Waffe. Zum Glück hat er nicht geschossen, sondern nur zugeschlagen. Am Kopf, oben, an der Stirn. Ich habe mir gesagt, kommt, nehmt das Geld und haut bloß ab. Die Polizei zu rufen, hat ja doch keinen Sinn. In dieser Gegend will keiner mehr investieren. Es fehlt an Supermärkten, Handwerksbetrieben, an allem. Aber es gibt auch die typischen Vorortstraßen, die so gar nichts mit dem gängigen Bild vom Ghetto gemein haben. Die kleinen Häuschen mit ihren gepflegten Vorgärten täuschen über die ständig präsente Angst und Gewalt hinweg. I mean, it's always been dangerous out here. I mean, you have gangs, it's all kind of stuff going on. Hier zu leben, das war schon immer gefährlich. Ich meine, wir haben hier Gangs, alles Mögliche. Da kann man leicht zwischen die Fronten geraten, meint der Postbote Jim. Konkret bin ich genau in die Schusslinie eines Drive-by-Shootings marschiert. Aber das passiert nun mal in dieser Gegend, irgendwie jeden Tag. Überfall auf einen kleinen Gemischtwarenladen. Drei Schwarze haben den Besitzer, einen alten, ebenfalls schwarzen Mann, in den Kopf geschossen, die Kasse ausgeraubt und sind dann weggelaufen. Mehr wissen wir auch noch nicht. Hier ist die Waffe schnell gezogen, auch beim kleinen Diebstahl, meint Sergeant Steen. Ha, sehen Sie mal, hier drüben, da sind die Crips. Die haben es überhaupt nicht gerne, gefilmt zu werden. Die Kriminellen gehen nicht in andere Stadtteile, um dort ihre Verbrechen zu begehen. Sie bleiben im Viertel. Es gibt zwar nicht viel, was man hier klauen könnte, aber wer das schnelle Geld braucht für Drogen oder so, dem reicht das bisschen. Zwei Straßen weiter kommt einer sofort aus dem Haus, kaum dass er das Fernsehteam gesehen hat. Das ist ein gefährliches Gebiet, Leute. Warum denn? Na, wegen der Roten und der Blauen, versteht ihr? Der Crips und der Bloods. Das hier ist Gang-Territorium. Und hier ist auch die Grenzlinie. Da um die Ecke, da sitzen unsere Feinde. Und hier sitzen wir, die Bloods. Und das heißt, es gibt schon mal eine Schießerei. Von Friedensvertrag. Bei uns hier keine Spur. Und warum nicht? Na, wenn die unsere Jungs umbringen, dann bringen wir eben ihre um. So einfach ist das. Hallo.
Die winzige St. Lukas-Kirche ist jeden Sonntag gut besucht. Bei der Stimmung kein Wunder. Aber hier haben die Religionsgemeinschaften auch noch ihre soziale Funktion. Die großen Kirchen im Viertel brachten nach den Unruhen Millionenspenden für Hilfsprogramme auf. Und die kleinen Armen wie diese hier versuchen es mit ganz pragmatischer Nachbarschaftshilfe, dem persönlichen Einsatz des Einzelnen. Nach dem Gottesdienst erzählen uns Gary und Daryl, die aus der Gospelband eben, wir sollten doch einmal in den South Park fahren. Gloria sei sicher schon da. Und diese Frau sollten wir unbedingt kennenlernen. Well, praise the Lord, all you guys. Gloria. Jeden Sonntagnachmittag ist sie hier und die, deren Zuhause der Park ist. Arme und Obdachlose. You gotta treat each other properly. So a virtuous woman has a lot of qualities, right? Yes. I'm talking. Sie müssen zwar eine kleine Predigt über sich ergehen lassen, aber danach gibt's dann auch was zu essen. Sie nennt sie ihre Kinder. Und ein bisschen ist da auch was Wahres dran. Und sie lieben sie dafür. Gloria, der Engel vom South Park, so nennen sie sie. Samstags kauft sie ein, was sie sonntags serviert. Bei Gloria muss alles frisch sein. Dosenmenüs gibt's nicht. Seit 2 Jahren mache ich das jetzt schon. Jedes Wochenende. Nur einen Sonntag, da konnte ich nicht. Das war der Tag, an dem mein Mann starb. Sonst war ich immer da. Egal, wie heftig es auch geregnet oder gewittert hat. Enkelin Kiyuna und ich wurden gleich in die Pflicht genommen. Keine Zeit für Interviews, außer sie helfen mit. Das ist eben Gloria. 3 Stunden Gemüse schnippeln, dann alles kochen und braten. Gloria, die ehemalige Krankenschwester, rechnet nicht die Zeit auf, die sie für andere in der Küche steht und nicht das Geld. $1,250 Rente bekommt sie monatlich und mindestens die Hälfte davon gibt sie für die Obdachlosen aus. Ein bisschen steuern auch die Kinder bei. Warum macht sie das alles, mehr oder weniger ganz allein? Organisationen haben für mich so etwas Unpersönliches. Ich will sie nicht schlecht machen. Sie machen schon ein paar ganz gute Sachen. Aber wie nah sind sie wirklich an den Leuten hier dran? Die, die in den Organisationen arbeiten, sind doch noch nie dafür, auch nur einmal von einem Menschen, den sie seit 2 Jahren kennen, in den Arm genommen worden. Du schickst nur einen Scheck ein, so wie ich es auch früher gemacht habe, aber du lernst nie die Menschen kennen. Thank you, I'm talking to you. Okay. You understand that? I love you too, mommy. Mm-hmm. You're my mommy. That's right. Thank you, Lord. I'm your mama. Gloria nennt sie alle Mr. und Mrs. Sie achtet die, die es gewohnt sind, nur als Abschaum behandelt zu werden. Okay, honey. All right, you take care of him. Okay? You take care of yourself. Okay, honey. Thank you. All right, I'll see you next Sunday. Okay. I love you, dear. Manchmal gibt es auch gute Nachrichten. Mom, ich muss los. Stell dir vor, ich habe Arbeit. $6 soll ich heute bekommen und gestern, weißt du, habe ich sogar $20 verdient. Das war Drecksarbeit, aber das macht nichts. Sie ist so echt, wissen Sie, ohne je etwas zu erwarten. Sie lächelt einfach und das ist es. I tell you, she bowed for me. Mother bowed. One day she bowed. Mother bowed. And she prayed for me. Well, mother bowed. Early in the morning. And she prayed for me. Yes. I remember long time ago.